Moin Moin, ich bin's Dietmar von tariftipp.de und ich teste heute für euch Freenet TV bzw. den Freenet TV Receiver, den wir hier von Freenet zum Test zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ja, ihr werdet in diesem Video alles erfahren zum Thema Freenet TV, die Stärken und Schwächen dieses neuen Systems. Und ich versuche mich kurz zu halten, einen kleinen Moment wird es trotzdem dauern, weil es doch ein paar Sachen zu bedenken und zu sagen gibt. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Los geht's! So, dann wollen wir mal ein kleines Unboxing machen und schauen, was dann hier alles dazugehört zu diesem Freenet TV Receiver. Wir schauen mal rein in die Verpackung. Da ist natürlich zum einen der Receiver selbst, den werden wir uns dann noch ein bisschen genauer ansehen. Und dann findet sich hier auch noch eine Fernbedienung mit Batterien, die sind auch dabei gewesen. Und was gibt es noch? Es gibt noch ein Netzteil für den Receiver und natürlich noch so etwas wie eine Kurzanleitung. Wie mittlerweile üblich bei vielen Geräten ist das wirklich nur eine ganz kleine, eine Kurzanleitung halt, eine nicht so sehr ausführliche Anleitung. Es gibt aber online noch ein PDF-Dokument, wo ihr euch, wenn ihr wollt, nähere Informationen zu der Box, zu dem Receiver einholen könnt. Ich habe das bei meinem Test allerdings nicht gebraucht, weil, wie ihr gleich sehen werdet, das Ganze doch relativ einfach und auch verständlich gemacht worden ist. So, dann wollen wir nochmal gucken, wie so die Wertigkeit ist. Da ist ja die Fernbedienung immer so ein kleiner Gradmesser. Sie ist okay, es ist jetzt kein High-End-Gerät. Also wenn man jetzt Fernbedienung von, was weiß ich, Löwe oder Bang & Olufsen gewohnt ist, dann denkt man vielleicht, naja, ist ein bisschen plastikmäßig. Auf der anderen Seite, die Tasten sind schön gummiert. Es ist auch, finde ich, ein übersichtliches Layout und ich bin damit eigentlich während meines Tests prima zurechtgekommen. Der Receiver selbst, den wollen wir uns jetzt auch noch mal ein bisschen genauer ansehen. Ja, hier an der Front gibt es eigentlich wenig zu bedenken. Es gibt hier einen An- und Aus-Knopf und einen Programmwahlschalter, braucht man eigentlich nicht, weil das Gerät steht ja in der Regel irgendwo in der Nähe vom Fernseher und man bedient es logischerweise mit der Fernbedienung. Interessanter wird es schon beim Thema Anschlüsse. Das wollen wir uns jetzt mal einmal kurz hier zusammen anschauen und durchgehen. Wir haben hier links den Antennenanschluss. Das ist der übliche Anschluss, der auch schon bei dem älteren Standard DVB-T benutzt wurde. Wenn ihr also eine alte Antenne habt, könnt ihr die weiterhin benutzen. Dann haben wir hier einen LAN-Port, einen Ethernet-Port. Hier gibt es einen USB-Anschluss. Was man damit Schönes machen kann, zeige ich euch später. Hier haben wir einen HDMI-Anschluss. Der dient logischerweise zur Verbindung mit dem Fernseher. Ein HDMI-Kabel lag übrigens leider nicht bei. Dann haben wir hier noch einen, und das finde ich sehr schön, einen digitalen Audioausgang, einen Koaxial-S-PDIF-Ausgang. Mit dem könnt ihr, wenn ihr wollt, diese Box halt mit eurem AV-Receiver verbinden. Das habe ich zu Hause auch mal ausprobiert. Klingt wirklich super, wenn ihr das macht, vergleichbar mit dem Sound von Blu-rays zum Beispiel. Und ja, ist nicht notwendig, weil natürlich das Audiosignal gemeinsam mit dem Bildsignal auch per HDMI übertragen wird. Ihr müsst es also nicht machen. Ihr braucht natürlich auch keinen AV-Receiver. Normalerweise reichen ja vielleicht auch die Lautsprecher des Fernsehers. Aber trotzdem, wer gerne seine Anlage, seine Surround-Anlage einsetzen möchte, kann das hier eben auch tun. Es gibt übrigens hier auch noch einen, das habe ich eben gar nicht gezeigt, einen analogen Audioausgang. Das finde ich sehr löblich, das ist auch nicht selbstverständlich. Das ist hier ein Mini-Klinkenanschluss, also 3,5 mm Klinkenstecker. Damit könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr dieses Gerät an eurem PC betreiben wollt, eure PC-Lautsprecher anschließen. Das machen wir nachher auch mal gemeinsam und hören mal, wie das Ganze klingt. Dann gibt es hier auf der rechten Seite noch den Netzanschluss. Und hier haben wir einen SCART-Adapter, einen analogen SCART-Anschluss. Naja, wer nun noch ein altes Röhrenfernsehgerät hat oder keinen HDMI-Anschluss, der mag den nutzen. Ich kann nur davon abraten, weil die Bildqualität per HDMI doch sehr viel besser ist. Ja, das war's, was den Lieferumfang angeht. Wie gesagt, Kabel sind leider nicht dabei. Wir haben dann noch von Freenet, das gehört jetzt allerdings auch nicht wirklich zum Lieferumfang, aber für den Test hier so eine Zimmerantenne gestellt bekommen. Das ist eine aktive Zimmerantenne, wie ihr sehen könnt, also hier mit Stromanschluss. Diese Antenne kostet etwa 19 Euro bei Amazon, kann ich nur empfehlen, hat wirklich gute Dienste geleistet. Und wie gesagt, wenn ihr keine Antenne habt bisher, dann braucht ihr halt eine solche Antenne.
Ja, bevor wir uns die Box gleich en Detail anschauen und einrichten werden, muss ich noch mal ein, zwei einleitende Worte zum Thema Freenet TV bzw. DVB-T T2 HD loswerden. Ich möchte die Frage klären, für wen es eigentlich relevant ist. All diejenigen von euch, die bisher über Satellit oder Kabel oder IPTV ferngesehen haben, für die ist das ganze Thema weniger relevant, für die ändert sich nämlich auch nichts. Aber all die anderen, und das sind in Deutschland doch immerhin mehr als 4 Millionen Haushalte, die bisher eben über Antenne terrestrisch ferngesehen haben, über den bisherigen DVB-T-Standard, für die ist es sehr wohl relevant, weil nämlich das alte Signal Ende März, genau genommen am 29.03.2017, abgeschaltet wird. Und wenn ihr nichts tut und mit eurer alten Hardware quasi weiter fernsehen wollt, dann werdet ihr ab Anfang April halt in die Röhre gucken. Ihr werdet einfach einen schwarzen Bildschirm sehen, weil das alte System schlichtweg bzw. das neue System mit der alten Hardware nicht mehr funktioniert. Diese DVB-T T2 HD-Box von Freenet TV hingegen, die wir hier gleich uns in Ruhe anschauen werden, die ist natürlich auf dieses neue System bestens vorbereitet. Und ja, jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie die Einrichtung so vonstatten geht. So, dann wollen wir jetzt mal den Freenet TV Receiver in Betrieb nehmen, an den Start bringen. Ich habe das hier mal schon ein bisschen vorbereitet. Wie ihr seht, habe ich hier die Antenne angeschlossen. Das ist die eben schon vorgestellte Zimmerantenne. Und was habe ich noch gemacht? Ich habe hier meine PC-Lautsprecher angeschlossen. Dann habe ich hier einen USB-Stick eingesteckt. Da befinden sich natürlich Fotos und Videos und sowas drauf. Das zeige ich euch dann gleich. Das hier ist das HDMI-Kabel. Das ist verbunden mit diesem Monitor und das hier ist das Netzkabel. So, wenn das alles soweit eingerichtet ist bzw. angeschlossen ist und ihr die Box anmacht, dann erscheint genau dieser Bildschirm. Und jetzt wollen wir mal zusammen durch die Einrichtung gehen. So, los geht's mit der Sprachauswahl. Ich wähle logischerweise Deutsch. Und diese Angaben, die lasse ich alle mal so, wie sie sind. Das sieht eigentlich alles ganz vernünftig aus. Und jetzt geht es schon los gleich mit dem Sendersuchlauf. Das dauert natürlich einen Moment. Das werde ich deshalb jetzt hier auch gleich abkürzen. Ich habe ungefähr 5 Minuten gebraucht, beziehungsweise das Gerät hat 5 Minuten gebraucht, um sämtliche Radio- und TV-Sender auszumachen. So, der Sendersuchlauf ist jetzt bei 67%. Es dauert also nicht mehr lange, bis wir fertig sind. Was ich eben noch vergessen habe, das will ich noch mal eben schnell nachholen. Was die Anschlüsse angeht, werde ich natürlich auch die Box hier an unser DSL-Anschluss anschließen. Hier mit diesem LAN-Kabel mache ich das. Warum ich das mache, was das auf sich hat, das werdet ihr gleich sehen. Außerdem auch noch ein Satz zur Position der Antenne. Ich habe dieses Gerät sowohl hier in Hamburg ausprobiert, da war es eigentlich relativ wurscht, wo ich die Antenne hingestellt habe, weil das Signal hier derartig stark ist. Ich habe das Ganze aber auch in Schleswig-Holstein ausprobiert und da ist die Abdeckung mit DVB-T2 T2 HD noch nicht ganz so stark. Da braucht man eigentlich eine Dachantenne, mit der Zimmerantenne ging es auch, dann war es aber doch sehr, sehr wackelig und man musste schon genau darauf achten, wo man die Antenne hinstellt. Übrigens findet ihr unterhalb dieses Videos einen Link zu der zu einer Seite, wo ihr prüfen könnt per Postleitzahleingabe, wie der Empfang ist. So, jetzt seht ihr, der Freenet TV Receiver, wenn er dann fertig ist mit der Kanalsuche, schaltet automatisch das erste Programm ein, was er gefunden hat. Und jetzt werde ich hier einfach mal die Liste anzeigen und uns mal anschauen, welche Sender hier in Hamburg zumindest gefunden worden sind. Das sind noch jede Menge SD-Sender, also die alten Nicht-HD-Sender. Die werden aber zum Regelstart dann abgeschaltet werden und dann werdet ihr nur noch HD-Sender finden. Und das sind im Moment nur 6 Stück, wie ihr hier sehen könnt, nämlich das erste, also ARD und ZDF, und dann 4 Privatsender, RTL, Pro7, Sat1 und Vox, die man hier im Moment noch sehen kann. Wie gesagt, ab Ende März, Anfang April werden das dann jeweils 20 HD-Sender im öffentlich-rechtlichen Bereich sein und
20 HD-Sender im privaten Bereich. So, jetzt zappe ich hier mal ganz kurz durch. Ich habe die Kamera auf Full HD mit 50 Bildern pro Sekunde eingestellt. Das ist auch exakt die Qualität, die hier bei Freenet TV übertragen wird. Das heißt, ihr habt hier tatsächlich Full HD 1920x1080 Pixel und zwar bei 50 Vollbildern Wiederholfrequenz pro Sekunde. Das ist doch ziemlich gut und auch nicht selbstverständlich, wenn ihr zum Beispiel diese Werte vergleicht mit Satellitenfernsehen. Da habt ihr zwar auch 1920x1080, also auch Full HD, aber dann nur im Interlaced-Modus, also mit jeweils 50 Halbbildern pro Sekunde. Ja, jetzt werde ich euch nochmal nach und nach so ein, zwei Funktionen zeigen, die man so im täglichen Fernsehalltag benötigt. Eine große Frage ist ja immer die Frage der Geschwindigkeit des Umschaltens, also wenn ihr zwischen den Programmen hin und her zappt. Ich mache das jetzt einfach mal, wie ihr seht, dauert das so ungefähr eine Sekunde, bis der nächste Sender eingeschaltet wird. Das ist jetzt nicht besonders schnell, aber auch nicht besonders langsam. Normal, würde ich mal sagen. So, immer wenn ihr ein Programm umgeschaltet habt, seht ihr am unteren Bildschirmrand so ein paar Standardinformationen, die dann natürlich automatisch verschwinden. Diese Informationen könnt ihr, wenn ihr hier auf den Info-Knopf drückt, immer wieder einblenden. Da wird halt angezeigt, welches Programm ihr gerade schaut und welche Sendung. Na, jetzt ist es wieder weggegangen. Und außerdem gibt es hier weitere Informationen zur Übertragungsqualität, in welcher Auflösung, ob das Stereo ist und so weiter. Und das finde ich doch eigentlich sehr löblich, dass das hier so relativ umfangreich angezeigt wird. Dann haben wir natürlich auch noch Teletext. Das gute alte Teletext ist hier auch an Bord. Hier, wenn ihr auf die Texttaste drückt, dann wird das gestartet. Das unterscheidet sich logischerweise nicht von dem, was ihr wahrscheinlich schon von anderen Teletext-Systemen kennt. Ist ein bisschen altbacken, aber der eine oder andere mag vielleicht, wenn Fußball läuft oder so, da mal nachschauen, wie es denn so aussieht. Ja, was haben wir noch? Wir haben noch einen elektronischen Programmführer hier. Mit Druck auf die EPG-Taste könnt ihr den starten. Und ja, auch das ist nichts, was einem jetzt vom Hocker haut. Das ist das, was man halt kennt. Ihr könnt hier sehen, ich wähle ein Programm aus und hier steht dann, wann was läuft. Also eigentlich auch ziemlich praktisch. Was haben wir noch? Wir haben hier noch eine Taste Audio auf der Fernbedienung. Und wenn ich die betätige, dann kommen hier die Audio-Optionen. Ich habe bisher ehrlich gesagt keine großen Optionen gefunden, aber das hängt sicherlich immer von dem Programm ab. Zum Beispiel kann ich mir vorstellen, wenn es Filme gibt, dass ihr hier die Sprache oder auch die möglichen Dolby-Versionen einstellen könnt. Ja, die Bildqualität, ich weiß nicht, ob das jetzt in dem Video so gut rüberkommt, finde ich sehr, sehr gut. Wie gesagt, 50 Bilder pro Sekunde bei einer Full-HD-Auflösung, das ist doch schon mal ein echtes Wort. Man sollte vielleicht auch dazu noch sagen, dass ab dem Regelbetrieb, also ab Anfang April 2017, alle über dieses Gerät, über Freenet TV empfangbaren Sender ausschließlich in HD übertragen werden. Das heißt, egal was ihr schaut, ihr werdet immer diese doch sehr, sehr ansprechende Bildqualität genießen können. Ja, dann will ich nochmal euch weitere Funktionen dieser Box zeigen. Und zwar gibt es hier auf der Fernbedienung eine Taste, die heißt Menü. Da klicke ich mal drauf und jetzt sollen wir uns mal zusammen hier durch diese Menüs hangeln. Am unteren Bildschirmrand seht ihr, kann ich mit Klick auf links oder rechts halt das jeweilige Hauptmenü aufrufen. Hier beim Bereich Installation könnt ihr den Autosuchlauf starten oder auch, was ich eben gemacht habe, die Werkseinstellungen aufrufen. Dann gibt es hier wie üblich einen Kanalmanager. Da könnt ihr die Tastatur, also die Reihenfolge der Fernsehsender euren Wünschen anpassen. Dann gibt es natürlich auch noch ein Einstellungsmenü, das werde ich jetzt mal übergehen. Und es gibt noch einen Bereich Multimedia, das finde ich eigentlich ganz schick. Ich habe ja, das habe ich euch vorhin gezeigt, an den Freenet TV Receiver gerade einen USB-Stick angekoppelt. Und jetzt wollen wir mal schauen, was da so passiert, wenn ich hier raufgehe. Das ist im Grunde genommen ein Media Player, der sehr gut funktioniert, auch relativ schnell, finde ich. Hier habe ich jetzt ein Video. Und das Schöne ist, wenn ihr die hier vorhandenen
Tasten für schnellen Vorlauf und so weiter nutzen möchtet. Hier seht ihr es. Das funktioniert alles wirklich klasse, muss ich sagen. Ist natürlich jetzt auch kein, wie soll ich sagen, kein Zauberwerk. Das kann jeder andere Media Player auch, aber es funktioniert einfach. Und das finde ich doch eigentlich eine ganz schicke Sache. So, dann gehen wir mal zurück und schauen uns hier mal den Bereich Musik an. Ich habe hier ein, zwei Soundfiles abgelegt im Bereich Music. Und ja, mach mal ein bisschen lauter, könnt ihr mal ein bisschen reinhören. Klingt doch eigentlich recht fett, finde ich. Und auch im Bereich Fotos kann natürlich dieser Media Player etwaige auf dem USB-Stick abgelegte Fotos abspielen. Da muss ich allerdings sagen, da war ich von der Qualität jetzt nicht so wirklich überzeugt. Diese Aufnahmen hier sind eigentlich ja, sehr, sehr hochauflösend. Das sind, ich glaube, 12 Megapixel Aufnahmen. Das kommt jetzt, finde ich, nicht so richtig gut rüber. Immerhin kann man hier als Anzeigezeit, wenn man so eine Art Diashow starten möchte, auswählen, wie lange die Bilder angezeigt werden sollen. Ich mache das jetzt nochmal. Wie ihr uns schwer erkennen könnt, sind das hier Bilder von der Elbphilharmonie in Hamburg. Aber wie gesagt, die Qualität, muss ich doch sagen, lässt hier ein bisschen zu wünschen übrig. Gut, ist vielleicht nicht so schlimm. Immerhin gibt es diese Option, halt Dateien von einem USB-Stick abzuspielen. Das finde ich doch recht löblich. Ja, abschließend noch eine Funktion, die ich euch nicht vorenthalten möchte, und zwar das Thema Internet. Wenn ich hier in den Bereich, ne, wo war das denn? Achso, Netzwerk gehe, genau. Dann werden mir hier zwei Optionen eingeblendet. Ich kann hier mal die IP-Einstellung checken, aber gut, die wird man in der Regel so belassen, wie sie sind. Das sind natürlich automatische Einstellungen. Ansonsten gibt es hier leider nur zwei Funktionen, die über das Internet eingespeist werden. Und zwar einmal das Wetter, das ist hier eine, wie ihr uns schwer erkennen könnt, eine Wettervorschau. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, ein RSS-Feed einzublenden. Zum Beispiel hier von NTV den RSS-Feed. Das heißt, da könnt ihr euch dann Nachrichten anschauen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also das ist doch sehr, sehr, ja, sehr, sehr jämmerlich, was Freenet hier der TV-Box gegönnt hat. Da hätte ich mir doch ein bisschen mehr erhofft. Es kann aber auch sein, dass es da in Zukunft ein Update geben wird und dass dann hier weitere Internet-Funktionalitäten auf die Box aufgespielt werden. So, jetzt abschließend auch noch mal ein, zwei Sätze zum Thema Pricing. Was kostet der ganze Spaß eigentlich? Habe ich noch gar nicht gesagt. Es gibt Freenet TV in zwei Varianten, und zwar einmal mit dem Receiver und einmal ohne. Die Variante ohne Receiver setzt natürlich voraus, dass ihr Hardware habt, also zum Beispiel einen DVB-T2 HD-fähigen Receiver oder Fernseher. Und das kostet dann 5,75 Euro im Monat. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate. Ja, bei dieser Lösung hier, also bei der Lösung mit Receiver, zahlt ihr 7,99 Euro in den ersten 24 Monaten. Auch hier beträgt die Mindestlaufzeit 24 Monate. Wenn ihr das danach weiter nutzen wollt, zahlt ihr dann den üblichen Preis von ebenfalls 5,75 Euro pro Monat. Ja, ist das jetzt günstig oder nicht? Ich finde, es ist günstig. Also die Receiver-Lösung hier ist A, aus meiner Sicht die viel komfortablere Lösung, weil ihr euch überhaupt gar keine Gedanken machen müsst über die Hardware, die ihr zu Hause stehen habt. Mit dieser Box wird es halt einfach funktionieren. Und zum anderen ist es so, dass der Mehrpreis umgerechnet etwa ein Preis von, ich glaube, knapp 65 Euro für diese Box bedeuten würde. Also wenn man die Differenz zwischen 7,99 Euro und 5,75 Euro wählt. Ihr müsst auch noch einmalig 9,90 Euro, glaube ich, für den Versand dieser Box hier bezahlen. Aber gut, das ist wahrscheinlich verkraftbar. Ja, insgesamt finde ich das Angebot eigentlich sehr, sehr gut. Sehr preisgünstig im Grunde genommen, weil man natürlich bedenken muss, dass wenn ihr nicht über DVB-T T2 HD Fernseh schaut,
wenn ihr die Privatsender in HD empfangen möchtet, auch zusätzlich Gebühren zahlen müsst. Das ist beim Satellitenfernsehen ja zum Beispiel bei HD Plus genau der Fall. Und in etwa decken sich diese Kosten, diese Mehrkosten mit dem hier von diesem Freenet TV-Produkt. Also insofern insgesamt finde ich, preislich kann man hier wirklich nicht meckern. Ja, das war's mit dem Test zu Freenet TV. Insgesamt finde ich, ist das wirklich eine runde Sache für all diejenigen von euch, die über Antenne weiterhin fernsehen sollen, sollten sich dieses Produkt mal genauer ansehen. Ich denke, dass Freenet bzw. Media Broadcast in Zukunft auch weitere private HD-Sender aufnehmen wird in das Angebot. Es wird ja zum Regelbetriebsstart, also Ende März, Anfang April, jeweils 20 öffentlich-rechtliche HD-Sender geben und 20 private Sender. Im Laufe der Zeit dürften da noch weitere private HD-Sender hinzukommen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt ein bisschen was erfahren zum Thema Freenet TV. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns über einen Daumen hoch. Ansonsten grüßen wir euch aus Hamburg, wünschen euch viel Spaß und sagen Tschüss und bis bald.